Was ist die Basis von jedem Plugin-System? OR-Mapper oder Serialisierer? Das ist Reflection und das sehen wir uns hier ganz kurz mal an. Diesmal sehen wir uns ein geniales Feature an, und zwar wie wir zur Laufzeit Objekt- oder Dateninformationen bekommen und mit diesen dann auch arbeiten können. Also, was heißt das? Das heißt, dass wir Klassen haben, wie zum Beispiel eine Personenklasse, Class Person, die hat Eigenschaften wie Public String First Name, GetSet und ein Public String Last Name, GetSet. Und was wir zur Laufzeit machen können, wir können sagen, wir erzeugen eine neue Person. So, und jetzt können wir sagen, du liebe Variable P, liebes Objekt, was bist denn du für ein Typ? P.getType. Und das liefert uns ein Type-Objekt, eine Typinformation. Und jetzt können wir zur Laufzeit Infos über diesen Typ abtragen. Das nennt sich Reflection und das ist ein echt cooles Feature, denn es ist die Basis für jede Art von Plugin-System, von OR-Mapper, von Serialisierern etc. etc. Also ein Objekt nach JSON serialisieren oder Entity Framework benutzen oder was weiß ich. Ja, all diese Sachen müssen zur Laufzeit, wenn das Programm sozusagen läuft, Informationen über Objekte erstellen, erzeugen und verarbeiten. Und das geht eben über so, über Reflection. Also so, jetzt haben wir den Typ und jetzt können wir sagen Type.name, ja, dann bekommen wir Person raus, Assembly, in welchem Assembly ist dieser Typ vorhanden, Full Name, das ist dann inklusive Namespace und ich kann auch Get Method und Get Property sagen. Und so kann ich mir eine Property holen oder auch irgendwelche Attribute etc. etc. Ob es Interfaces implementiert, ob es irgendwie generisch ist, ein Konstruktor, also alles Mögliche. Bis hin zu Private Members. Also mit Reflection kann ich eigentlich die Sichtbarkeiten und das Information Hiding wieder aushebeln und kann trotzdem auf Private Members zugreifen. Aber was wir hier zu Beginn machen wollen, wir wollen mal sagen, Redline Type.name, ja. Machen wir so, Typ Type.name und dann wollen wir mal alle Properties ausgeben. Also for each var prop in Type.getProperties. Hier können wir noch Binding-Informationen angeben, oder die Binding-Flags, das ist ein Enum, wo wir sagen können, welche Art hätte ich denn gerne? System Reflection Binding Flags. Hier kann ich sagen, nur Public, nur Instanz, also keine statischen oder Non-Public, wo ich Invoke aufrufen kann und so weiter und so weiter. Ja, hier wird auch das schöne Enum-Feature benutzt, die kann ich so kombinieren. Okay, ich möchte nur diese haben. So, standardmäßig bekomme ich ohnehin die Public Instanz Elemente und jetzt wollen wir die mal ausgeben. Also Property und zwar prop.name. Ich habe mit diesem prop übrigens, wenn wir hier kurz Klammer machen, damit wir die Variable haben, prop. Kann ich auch den Typ mir wieder generieren lassen. Also das ist ein String oder ein Int oder eine Liste oder ein Value Type oder was weiß ich. Ich kann auch hier natürlich von diesem Property wieder Attribute abfragen. Ich kann abfragen, ob ich es lesen oder schreiben kann. Ja, und demnach kann ich auch unter Umständen ein dynamisches User Interface aufbauen. Ich kann hier zum Beispiel sagen prop.setValue, vorausgesetzt ich kann schreiben, if prop. Can write. Ja, wenn ich nicht schreiben kann, dann ist das mit setValue keine so gute Idee. Also wenn das der Fall ist, dann brauche ich jetzt das Objekt P und den Wert, den ich gern setzen würde. Also Test. Und ich kann hier nur Property Name ausgeben. Ich kann hier natürlich auch ausgeben den Value
dann kann ich sagen, okay, prop.getValue, ich hätte gern von diesem Property den Value, und zwar, die Property hängt ja am Typ, ich muss ihm das Objekt mitgeben, von wem er das konkret auslesen soll. Also, wir setzen hier über Reflection, suchen wir uns ein Property, geben dem den Wert Test. Also wir erzeugen hier ein Objekt, wir geben denen den Wert Test und wir lesen hier den Wert wieder aus und auch den Property Name. So, drücken wir mal auf Play, schauen wir mal, ob das auch so funktioniert. Ja, das sollte so ein ganz kurzer Einblick sein. Wenn ihr mehrere Infos und Co. wollt, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Also Person, wir haben ein Property First Name mit dem Wert Test und Last Name mit Test. Was ich aber auch machen kann, ich muss nicht mal die Person an sich dynamisch, also so fix generieren. Ich kann auch diese zur Laufzeit generieren lassen. Ich kann sagen, var oder Object P ist gleich Activator Create Instance. Und jetzt muss ich sagen, von was? Ja, ich kann es generisch machen oder ich kann hier einen Typ angeben. So, und den Typ, den können wir nicht nur mit p.getType holen, sondern auch mit Type of Person zum Beispiel. Ja, Type ist gleich Type of Person. Jetzt haben wir die gleiche Typinformationen, wie wenn ich das Objekt fragen würde, nur dass ich kein Objekt brauche und ich kann jetzt hier diesen Type angeben. Und jetzt bekomme ich hier meine Person dynamisch generiert, nur auf Basis der Typinformationen, kann hier den Typ analysieren, kann hier Werte setzen, schreiben und kann damit arbeiten. Ich kann auch, wenn ich hier das generisch mache, ja, Person, dann bräuchte ich diesen Type nicht und ich würde hier ganz konkret diesen Person-Typ entsprechend erzeugen können. Bei Create Instance habe ich übrigens auch entsprechende Parameter unter Umständen, wo ich dann Konstruktoren aufrufen kann, etc. etc. Also das nur so ein ganz kleiner Input zu Reflection und eine ganz kleine Idee, was man damit machen kann. Wie gesagt, alles, was serialisieren ist, OR-Mapper etc. etc., alles geht über Reflection. Wenn ihr ein Plugin-System bauen wollt, wo ihr dynamisch DLL-Dateien analysiert, Objekte instanziert, aber nur diejenigen, die ein bestimmtes Interface implementieren, etc. etc., all das lässt sich über Reflection perfekt lösen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt es in die Kommentare und viel Spaß damit. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.